Oh, hier ist Lore. Und die sind also Daten der Reddick 2. Ja, ist mir ein bisschen egal. Also streng verboten. Und der Bruch macht es nicht. Entschuldigung. Wie man vielleicht merkt, ist mir die Lore ein bisschen Wurst. Aber ich habe das schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, dass mir so Einträge, die sind nett und so, aber ich hasse die normalerweise. Erzähl das, wenn du sowas erzählen willst, dann erzähl das in deiner Geschichte irgendwie und hau das Spiel nicht mit Einträgen voll. Die ich alle im Archiv nachlesen muss. Mann, Neck, Falt. Ein altes Goldstück, das tief in einem Verlies verborgen lag, versteckt die verursachten Schaden bei vollen TP. Verstärkt die verursachten Schaden bei vollen TP. Ich weiß nicht, was ich da vorher gelesen habe. Auf jeden Fall nicht das Richtige. Meine Gefalt, ich dachte, ich hätte jetzt Minecraft gelesen, aber das kann ja nicht. Ist ja. Okay, dann gehen wir dahin. Als nächstes zu der 4. Uiuiui. Ist die 4 unten oder oben? Ist jetzt die Frage. Wir gehen, glaube ich, lieber oben rum. Oh, scheiße. Okay. Ich muss einen Weg finden da oben. Vielleicht, wenn ich jetzt... Ah, nehm einfach das hier. Muss da auch woanders... Also. Ich hab... X gedrückt, aber ich hatte auch keinen Mana mehr. Wo kann ich denn hier hoch, so am besten? Ich guck mal. Die Karte ist ja 3D. Ich guck mal, wo die 4 ist. Ist sie eher da oben oder eher hier unten? Die 4 ist eher unten. Die 4 wirklich so nah? Kann ich durch die Markierung scrollen irgendwie? Ne, das ist rauszoomen, reinzoomen. Markierung 2 ist, also da ist Markierung 4. Und Markierung 2 ist ganz weit hier hinten. Die ist weit, weit weg. Ich weiß nicht, ob ich schon hier Richtung Markierung 4 hingehen sollte. Ist ja nur 1,5 Kilometer, aber 1,5 Kilometer ist ja auch nicht gerade ein Katzensprung. Humpel, Humpel. Komm, lädt dich schneller auf. Lad dich schneller auf. Wieso ist die 2? Ne, die 4 ist so nah, nicht die 2. Zu 4. Meine Magie. Nimm das mal mit. Mana. Oh, wir sind in Avolet. Weil wir hier sowieso hin müssen. Irgendwas kämpft gegen mich. Vorsicht! Hirsche.
Nicht schlecht! Oh! Komm. Ja. Hör auf. Ich verwechsel immer die Tasten. Ja, ich verwechsel gerade die Tasten wirklich. Ich wollte einen Nahkampf, aber. Voll auf die 12! Zack. Dann gehen wir nach Sipol wieder zurück. Und das am besten nicht zu Fuß. Sipol. Ich finde es cool, dass man die Karte tatsächlich drehen kann. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, weil ich das nicht genau wusste. Okay, wir fliegen wieder hier hin. Nicht eine Markierung, sondern eine Schnellreise. Und von dort aus wieder nach Sipol. Wo ist denn Hauptquest? Quest ist da. Kann ich einfach hier rüber oder? Ah, Sipol ist ja noch ein bisschen, noch ein kleines Stückchen. Ich rutsch ganz Zeit weg vom Mikrofon mit meinem Stuhl. Das ist nicht gut. Okay, was haben wir denn hier? Beginnt die nächste Phase von Freys Abenteuer. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast, bevor du fortfährst. Also, wir können wahrscheinlich nicht direkt wieder raus. Die freuen sich alle, dass ich Tanta Seiler besiegt habe. Nicht wahr? Die freuen sich ungemein. Frey! Wie schön, dass du zurück bist. Ja, es war nicht leicht. Aber hier bin ich. Und, ich habe Seiler getötet. Tut mir leid, es muss furchtbar gewesen sein. Doch dank dir hat der Bruch aufgehört, weiterzuwachsen. Du hast uns neue Hoffnung gegeben. Tatsache? Oh, bevor ich's vergesse, es gibt eine Feier in der Taverne. Du kommst doch, eine oder? Feier? Irgendwie glaube ich das alles nicht. Dann gehen wir mal. Ah ja, man kann ja nur laufen und nicht magischen Parcours machen. Wie die FPS in die Knie gehen hier in Sipol. Ich verstehe nicht mal wieso. Also, krass sieht das gar nicht aus. Wenn das mal nicht die ungute Fee ist. Siehst du, das Buch ist halt doch dicker als der Einband. Nein? Okay, dachte du als Bibliothekarin kapierst den Witz. Archivarin. Hey. Der Job ist erledigt. Freust du dich nicht? Sollte ich das? Naja, war nicht gerade ein Kinderspiel. Nein, das kann ich mir vorstellen. Aber ich fürchte, du kannst dich auf diesem Sieg nicht ausruhen. Die Tantas sind miteinander verbunden. Jetzt mögen sie zwar im Zwist liegen, doch das Band, das sie eint, ist uralt. Wie die vier Räder an einem Wagen. Halten sie die Welt gemeinsam am Laufen. Und jetzt? Spricht eins. Gerät alles ins Schlingern. Es wird ein Nachspiel geben. Und was für ein Nachspiel? Das ist hier die Frage. Aber ich glaube, wir werden es schon bald herausfinden. Ich glaube, wir werden nochmal angegriffen. Bestimmt. Hab von einer anderen Tante. Dass du heute im schattigen Baum groß gefeiert wirst. Geh und genieße deinen großen Sieg, Tanta-Töterin. Eine Tanta ist tot und sie richten dir ein Fest aus? Was du wohl, ja, verstehe ich auch nicht ganz. Nein, danke. Oder sie benennen ein Dorf nach dir. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Aber nein, nein, ich habe nicht vor, noch mehr Tantas umzubringen. Hab die letzte kaum überlebt. Gehst du nicht zur Taverne? Dir. Das ist so eine Falle oder so. Ich kann das alles nicht glauben, dass sie hier alle froh sind, dass die Tanta tot ist. Kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Schaut, da kommt unsere Heldin! Hä? Wieso freuen die sich alle so? Sieh dir an, wie sie unseren Sieg feiern. Wie süß.
Ach, du bist nur neidisch, weil dich niemand kennt. Naja, ich war ja schließlich maßgeblich an deinem Triumph beteiligt. Stimmt auch wieder. Tja, ich weiß dich zu schätzen, Ralf. Danke. Ich hätte es nicht ohne dich geschafft. Heißt das, sind wir etwa Freunde? Okay, wow. Höchstens zwei Kollegen, die sich gut vertragen. Na dann mal hoch die Tassen. Ein Hoch auf unsere Retterin! Ich kann nicht verstehen, warum sie sich freuen. Weil waren sie nicht die Tantas verehrten? Im schattigen Baum. Was ist die nächste Quest? Notizbuch. Ich muss mit den Stadtbewohnern einen Helden empfangen. Okay, erstmal mit ihr hier reden. Es tut bestimmt so einiges um. Dank dir ist die Stadt jetzt wieder sicher. Du kannst dich endlich entspannen. Das wirst du doch, oder? Hier sind zu viele Symbole, dass hier in der Stadt so weiter ist. Ja, dann rede ich mal mit dir. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich rede mal mit dir. Oh, hallo! Gesellst du dich zu uns? Willst du nicht auch tanzen? Okay. Muss ich mit dir auch reden? Großartig, oder? Und wir sind allerbeste Freunde. Hast du schon mal gesagt, Kumpel. Lass gut sein, du Angeber. Okay, muss ich mit den Leuten, die so ein Ding über den Kopf haben, reden oder mit dem hier? Ah, heute schmeckt das Bier besser denn je. Hab vielen Dank, Heldin. Kein Problem. Da ist eine Quest bei... Ich hab ihren Namen vergessen. Ich red nochmal mit dir. Oh, Frey! Prost! Willst du was trinken? Ist viel los heute Abend. Aber natürlich! Wir feiern die Rückkehr unserer Heldin! Ganz ungewohnt, mal willkommen zu sein, nicht wahr? Ich hab's nicht für euch getan. Ich hatte eben eine Rechnung offen, mehr nicht. Das mag ja sein, aber du hast dennoch unsere Stadt gerettet. Wir danken dir also, ob du jetzt willst oder nicht. Ein Lied für die Heldin? Wie wär's? Kann vermutlich nicht schaden. Darf ich? Danke, ich tanze nicht. Keine Angst, ich führe dich. Willst du tanzen? Eigentlich nein, aber ich will sehen, wie sie tanzt. Hoffentlich ist das kein Minispiel. Abstecher. Es ist eine Nebenquest. Hoffentlich muss ich da nicht viel machen. Was soll ich tun? Entspann dich und hab Spaß. Ganz einfach. Drücke B, A, X oder Y im richtigen Moment, wenn du alles richtig machst, bestehst du die Herausforderung. Drückst du jedoch die falsche Taste im falschen Moment, wird es in Tränen enden. Okay. Sehr gut zu, ja? Okay. Genau so. Wird doch bestimmt schneller werden. Mach's mal Kaffee, ich. Dann so. Du hast echt Talent. Was das? Fantastisch! Das werde ich so schnell nicht vergessen. Musst nicht gleich so rumschleimen, aber war lustig. Er steht hier wie Bestellung nicht abgeholt, abgeschlossen. Viele Erfahrungspunkte. Das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert. Tanzen wir bald mal wieder? Ich überleg's mir. Nein. 50, hey. Ich rede erstmal mit dir da hinten. Du scheinst ja nicht so sehr ergriffen von der ganzen Sache hier zu sein. So viel Trubel hatten wir hier schon lange nicht mehr. Und alles ist dein Verdienst. Ist das positiv gemeint? In der Taverne gibt's was Besonderes zu essen.
Wir essen nie besondere Sachen. Was du denn? Hallo. Das sieht lustig aus. Ich will auch tanzen. Okay, dann gehe ich noch mit mehr Leuten reden. Hier, erstmal mit dir. Warst du nicht der eine Dude eben am Ich? Wenn das mal nicht unsere Retterin ist, bleib doch hier und lass dich feiern! Die Animationen teilweise sind ganz schön hölzern. Und nicht wirklich flüssig. Hey, eine Katze! Die können wir später mal machen. Hab mich in dir getäuscht, entschuldige. Wir sind alle sehr dankbar für deine Hilfe. Okay, war's das jetzt? Da oben. Und daher hier. Wer ist denn da oben? Ich rede jetzt mal mit dem Kind hier. Wow, so viel Essen habe ich noch nie gesehen. Was ist das für ein Tier? Sag mir nicht, dass das ein Hund ist oder sowas. Oder vielleicht ein Reh? Die feiert hier auch mit? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Menschen lachen wieder, endlich. Hätte nicht gedacht, dass sie auch so locker sein kann. Ja, und das in der Unterstadt. Okay. Ich habe Erfahrungspunkte bekommen, nur damit ich sie rede. Manche in dem Quest sind komisch. Wer bist du denn? Bin nicht ich? All die fröhlichen Gesichter. Oh, wenn das mal nur so bleibt. Okay, wie die geredet hat. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein, dass alle so recht fröhlich, unbeschwert hier sind. Ich meine, ich habe eine Tanta getötet. Ich dachte, die sind ein bisschen anders drauf. Was ist los? Oh, die Verderbnis? Also der Bruch, meint er? Press Abenteuer, die Verderbnis naht. A Wallet. Wahrscheinlich wieder eine Tante. Tun wir unser Möglichstes, es herauszufinden. So laufe ich nicht im Parcours. Wieso mache ich hier so einen Käse? Oh Scheiße. Der Sturm. Was zum Geier? Was ist denn jetzt los? Die Menschen sterben. Die haben. Die waren doch gerade alle am Feiern und jetzt sind das alles Bruchzombies. Das kann doch nicht wahr sein. Und waren sie noch? Menschen. Und jetzt sind sie. Das ist übel. Das ist verdammt übel. Du kannst nichts daran ändern. Erlöse sie einfach aus ihrem Elend. Was? Das geht nicht. Du musst es tun. Wir haben gerade eben noch gefeiert. Das geht doch nicht. Ray. Ich will nicht gegen sie kämpfen, aber... Können wir weglaufen? Es ist Pravs Antwort darauf, dass du Syla getötet hast. Und ich soll daran schuld sein? Ich kann nichts dafür! Nein, du hast getan, was nötig war. Wie hättest du nie mit so etwas rechnen können? Na toll, eben das dachte ich noch, dass es endlich bergauf geht.
Das war so klar, dass sowas passiert. Ihr Idioten. Weißt du, die anderen Tantas, die sitzen da und chillen und denken sich, ja, die hat eine von uns Tantas getötet, ja, dann, ja. Da machst du nichts, ne? Schulterzuck. Aber das sind... Ist die Paul jetzt im Arsch, oder was? Alles klar. Wo ist Bruchbob? Nicht, dass der hier irgendwie unter den ganzen Leuten ist. Unter den Bruchzombies. Ich meine, der ist ja auch so ein Halber. Oh Mann! Der schillt auch in der Gegend rum. Meint, nicht sterben zu müssen. Ihr habt doch einfach beide. Alle. Hört doch alle auf! Freuen sich alle, dass ich gerade die Menschen umbringe wahrscheinlich. Oh, kacke, was ist jetzt los? Ja, haut mal ab. Muss ich noch kämpfen oder so spielen oder was ist? Oh scheiß die Wand an. Verlasse den Bruch und laufe zur Oberstadt. Ja, die Unterstadt ist glaube ich verloren. Du bist verwundet. Ohne Scheiß, echt? Wir müssen weiter. Kann ich jetzt wirklich nicht in... Oh, Kacke. Kacke. Endlich. Der Bruch liegt hinter uns. Bleib stark, Frey. Mir geht's gut, glaube ich. Bin nur echt müde. Die Oberstadt ist nicht mehr weit. Wir sollten keiner Bruchbrut mehr begegnen. Diese armen Menschen. Sie wurden völlig überrumpelt. Niemand konnte damit rechnen. Ich kann nicht mehr. Durchhalten. Niemand konnte damit rechnen, na klar. Das war von Anfang an klar, dass sowas passiert. Papa! Papa! Das ist dein Vater, oder? Da liegt einer tot in der Gegend rum. Die Verderbnis! Hier in Chipol! Erreicht sie womöglich die Oberstadt! Bitte! Ich bin zu jung zum Sterben! Die Verderbnis. Innerhalb der Stadt. Ich kann jetzt nicht sterben. Ich habe die fliegenden Monster noch gar nicht gesehen. Was? Was hat er für Probleme? Oh nee, Baby. Warum? Warum? Rettet uns. So rette uns doch jemand. Mann, ey. Wer rechnet schon mit sowas? Ich. Anscheinend. Der Einzige, der mit sowas rechnet. Mama! Wo bist du? War so klar, dass sowas passieren wird. Wenn du eine Tante antimmelst, dann kommt die nächste an. Der Typ jetzt. Tanta sei Dank. Sag sowas nicht. Du bist schwer verletzt. Es waren einfach zu viele. Es ging so schnell. Dieses Unglück ist nur deine Schuld, Dämon. Ist aber nicht. Tantas haben hier schon lange vor meiner Ankunft gewütet. Von dir kommt nichts als Lügen und Verrat. Ich sollte dich direkt hinrichten.
Dafür ist jetzt keine Zeit, Janesh. Ich tue, was wir gleich hätten tun sollen. An dem Tag, als wir mit diesem Fluch gestraft wurden. Aus dem Weg! Umbruch. Ah! Lass mich los! Schluss mit den Torheiten! Hä? Dies ist von der Balche. Es kann den Schmerz der Menschen lindern. Es kann die Krankheit nicht heilen, wird den Verlauf aber stoppen. Janesh, ihr geht zu weit. Gerade jetzt sollten wir zusammenstehen, statt uns gegenseitig zu bedrohen. Sind die andere Rats? Ratsfrau Billett, könnt ihr das so zulassen? Nein. Janesh, euer Verhalten bringt Schande über unseren Rat. Ich enthebe euch hiermit eures Amtes. Wachen. Merkt euch meine Worte. Ich werde am Ende noch Recht behalten. Nein, wirst du nicht. Der Dämon, sage ich. Das verheißt nichts Gutes. Nichts! Irgendwann glauben sie ihm noch, wenn es so weitergeht. Ich sagte doch, es wird ein Nachspiel geben. Doch das war's noch nicht. Bevor du kamst, hatten sie sich ihrem Schicksal ergeben. Sie lebten in Furcht vor den Tantas wie Geiseln ihres Wahnsinns. Doch nun, und zwar dank dir, denken die Leute, dass sie vielleicht eine Chance haben könnten. Was soll das heißen, Joe? Das heißt, du musst den Rest der Tantas töten. Einen Schlussstrich ziehen. Was? Die Wunde kann niemals heilen, wenn sie nicht aufhört zu bluten. Nein, das ist schlichtweg Mord. Ich will niemanden mehr töten, Leute. Und was willst du stattdessen unternehmen? Die Leute sterben lassen, oder was? Keine Ahnung. Das ist nicht mein Krieg. Das sind Fremde für mich. Ich habe genug Blut an den Händen. Wenn nicht du, wer dann? Ist mir scheißegal. Ich will endlich meine Ruhe. Frey! Verderbnis naht. Da war auch die Ratsfrau von Prenost. Hier Zimana, hey. Wie man es auch macht. Haben wir geschafft. Ein neuer Tag, Kapitel 7. Ich hatte so auf sie gehofft. Gutes Kind, dachte ich. Ein Irrtum. Wir hofften alle. Die meckern alle. So eine Enttäuschung. Sie schien durchaus willens zu sein. Sie war zögerlich, aber sie ließ mit sich reden. Sie wirkte tapfer. Sehr tapfer. Doch, der Schein trug. Es ging ihr nur um den eigenen Vorteil. Wow. Ich dachte, sie wäre tapfer genug dafür. Doch. Was seid ihr für Assis? So viele Menschen könnten noch leben, aber so viele sind gestorben. Ist meine Schuld. Ich glaubte an sie und holte sie aus dem Turm von Binoy. Ist es nicht? Ich bin schuld. Ich baue konstant nur Scheiße. Das war schon immer so. Oh, was? Das ist ein Traum. Nein, ich war da. Das ist ein Traum. Es tut mir leid, ich... Hätte ich auch nicht gedacht, dass Orden und Wurpien reden. Es ist besser, du stirbst. War ein Traum. Tanta Segen. Hey, was ist passiert? Ohnmachtsanfall. Kann ich mir deine Wunde ansehen? Jetzt mal ganz ehrlich. War es hier schon so schlimm, oder habe ich die Scheiße mitgebracht? Athias Niedergang begann lange bevor du hierher kamst. Diese Tragödie hat sich Jahrzehnte angebahnt.
Dass ich hier bin, hilft keinem. Ich mache euch nur noch mehr Probleme. Frey, sag doch sowas nicht. Du verdienst mehr Güte, als man dir zeigt. Als du dir selbst zeigst. Die Wunde heilt gut, aber bitte, Frey, pass auf dich auf. Das Blaue im Bauch. Was? Blaue im Bauch? Reyes Abenteuer, ein neuer Tag. Endlich bist du wach. Ich wäre fast verrückt geworden ohne Gesprächspartnerin. Ganz ehrlich, ich würde lieber liegen bleiben. Also, was ist unser nächster Schritt? Mit Bruchbob quatschen und abhauen. Was? Ehrlich? Wo ist er denn? Da hinten. 30 Meter. Ich mach mal kurz eine Pause. Nur was getrunken. Aber ich mach sowas nicht gerne innerhalb der Aufnahme.